Nach einer Bombendrohung musste das Jobcenter im Verwaltungszentrum Werdauer Straße heute evakuiert werden. Kunden, Mitarbeiter und die Security wurden sofort in Sicherheit gebracht. Die Polizei sperrte die betroffenen Gebäudeteile umgehend ab und begann mit Spürhunden die Suche. Die vierbeinigen Schnüffler stammen von der Polizei in Zwickau. In das betroffene Haus wurde immer nur ein Hund mit seinem Führer gelassen. Um die Vierbeiner optimal einsetzen zu können, durfte sich jeder Hund nach getaner Arbeit im Auto ausruhen und der nächste war an der Reihe. Kunden des Jobcenters, die heute einen Termin hatten, mussten natürlich wieder umkehren. Am Ende konnte die Polizei Entwarnung geben. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Allerdings beginnt nun die Fahndung nach dem oder den Tätern. Für eine Bombendrohung sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor.